Was ich denn jetzt vorhabe zu arbeiten, nachdem ich ja jetzt mit dem Studium fertig bin. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen täglich Tobra. Ja, wir starten heute mal auf unserer Terrasse, denn wie ihr wisst, bin ich ja im Moment arbeitslos und habe eigentlich wie die letzten zwei Jahre nichts zu tun. Ach Gott. Ja, ich starte den Tag heute mal mit einem kleinen Raucherbäuschen. Jetzt werde ich gleich duschen gehen und dann was essen. Also nicht essen gehen, sondern ich werde zu Hause essen, denn wir haben noch was da. Sehr geil. Und ja, dann mal schauen, was ich heute noch so mache. Ne? In dem Sinne, bis später. Tschüss. Des Videos. So, habt ihr ja gerade gesehen, ich bin am Essen oder habe vorher das Essen gemacht, warm gemacht, sagen wir so, gemacht habe ich ja nichts. Ja, Hühnerfrikassee nennt sich das Ganze, schön mit Spargel drin, früher mochte ich gar keinen Spargel, so mal nebenbei erwähnt, aber jetzt mittlerweile geht es voll klar, zumindest, ja wobei, so pur, kann man das so nennen, ja ich glaube schon, pur kann ich ihn auch essen mittlerweile. Geht. Aber wie gesagt, früher gar nicht. Kann man mich mit Spargel jagen. Naja, ich esse jetzt noch und dann werde ich wahrscheinlich noch einkaufen, da wir nichts mehr zu trinken da haben und meine Eltern mich gebeten haben, geh doch mal bitte einkaufen. Hab ich gesagt, okay, mache ich. In dem Sinne sehen wir uns später. Tschüss. So, ich war erfolgreich einkaufen, der gesehen, Brot habe ich auch noch gekauft beim Bäcker, wobei mein Vater den Bäcker da nicht so mag. Aber ne, Käffchen können wir gleich rausholen, das werde ich mir gleich zu Genüge führen, zu Gemüte meine ich natürlich. Okay Freunde, ich muss doch nochmal rein, weil ich wollte jetzt gerade meine Dämpfe, aber habe kein Feuer dabei und zu Hause habe ich auch nur noch eins rumliegen, also kaufe ich mir einfach schnell eins, ne? Würde ich mal sagen. Gut. Also, in dem Sinne, sehen wir uns später. Tschüss. Yo, Leute, herzlich willkommen. So, ich habe das Feuerzeug gekauft. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt werde ich mir erstmal genüsslich den Kaffee gönnen. Das legen wir mal hier hin. Ich schmeiße noch keinen Müll auf den Boden, das ist noch keine Umweltverschmutzung. Ne? So, geschüttelt habe ich schon. So, und jetzt. Ich kann ja mal. Während ich hier so stehe, die eine oder andere Frage beantworten, beziehungsweise eigentlich nur eine. Der Quantum hat ja geschrieben gehabt, was ich denn jetzt vorhabe zu arbeiten, nachdem ich ja jetzt mit dem Studium fertig bin. Und ich hatte mir überlegt, erstmal wieder zurück in meinen alten Beruf zu gehen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, dass ich erstmal wieder da arbeite, weil, aus folgendem Grund, ich habe ja momentan von der Uni noch keinen Abschluss, da ich, wie ihr ja wisst, meine Abschlussproduktion wiederholen musste und für das habe ich noch keine Note und ohne die Note kann ich auch für den Bachelor noch keine Note bekommen. Heißt, ich bin jetzt momentan von der Uni ohne Abschluss abgegangen. Finde ich überhaupt nicht geil, weil bis jetzt habe ich immer alles abgeschlossen, was ich gemacht habe. Also soll es da eigentlich auch sein. Ja, und deswegen habe ich erstmal überlegt, ob ich wieder in den Einzelhandel zurückgehe, weil ich das ja kann. Habe ja gelernt, wie ist das? Und ja. Oder vielleicht, wenn sie auch schon was im Medienbereich haben, können sie mir das natürlich auch gerne zuschicken. Weil das machen die nämlich, ich treffe mich ja nochmal am 21. mit denen.
Und da quatscht man ja dann drüber, ja, was willst du machen, was sollen wir dir zuschicken? Und da sage ich dann halt, ja, Einzelhandel, und wenn sie was haben im Bereich der Medien, dann sage ich denen halt, was ich kann, schneiden, Kamera und so weiter und so fort. Ne? So, und ich werde jetzt noch den Kaffee trinken und wir sehen uns später. Tschüss. Leute, so, ich bin wieder zu Hause, da wo wir angefangen haben, auf der Terrasse, bei uns im Garten. Ja, was mache ich jetzt noch? Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich The Walking Dead aufnehmen. Meine Schwester hetzt mich da auch immer schon, meint, mach zu Ende, bald kommt Season 3. Wurde angekündigt für Herbst diesen Jahres, werde ich mir auf jeden Fall holen, da ich ja schon die anderen beiden Seasons ganz gut fand. Bis auf 400 Days, das hat eher wie so ein Lückenfüller gewirkt. Und ja, fand ich nicht so cool. Ja, hat eher so gewirkt, so, ah komm, wir müssen irgendwas raushauen, damit was da ist. Aber Season 1 und 2, top auf jeden Fall, macht echt Bock. Warum nimmst du da nicht auf? Ja, ich weiß auch nicht, ich bin halt Zucker. Ja, nee, also wie gesagt, ich werde jetzt aufnehmen, auch mehrere gleich am Stück. Nicht so wie jetzt die, wo vor 2 Tagen kam. Da habe ich nämlich, die habe ich glaube ich freitags aufgenommen. Und da habe ich dann nur eine aufgenommen, weil ich die halt relativ schnell rendern wollte. Und dann war Wochenende, ich hatte Besuch, dies, das. Das habt ihr alles nicht im Vlog gesehen, weil ich ja nicht gefilmt habe. Ich fauler Sack, ne? Ja, was mache ich denn sonst noch? Also morgen werde ich wahrscheinlich wieder ein Vlog machen, da ich da nochmal kurz in die Uni muss. Ich habe ja vorher erzählt, mein Projekt wurde noch nicht bewertet. Ich gehe mal hin, frage nach, wie es da aussieht aktuell. Und mein Dad braucht auch noch eine Bescheinigung, dass ich jetzt fertig bin. Damit er das der Krankenkasse weiterleiten kann und sagen kann, jo, hier, der ist jetzt fertig, der wird jetzt nicht mehr bei mir mitversichert sein. Denn ich muss mich ja jetzt wieder selber versichern als Arbeitsloser, beziehungsweise es macht dann das Arbeitsamt für mich. Aber das sind alles Sachen, die jucken euch ja nicht, gell? Gut, ich würde aber sagen, an der Stelle werde ich auch nun diesen Vlog beenden. Würde sagen, wenn euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos. Bis dahin, haut rein. Puh!